Hi, hier ist der Frank vom foodblog-hamburg.de. Ich stehe mal wieder hier in Grömitz im Garten. Hab super geiles Wetter heute hier. Meine Tonne ist auch wieder mit am Start. Und meine Mutter hat sich von mir gewünscht, dass wir endlich mal Burger machen. Weil ich habe hier noch keine Burger gemacht in Grömitz. Und deshalb werden wir heute einen Burger machen. Ich habe mir ein bisschen besonderes Fleisch dafür organisiert. Und wir machen zusammen auf meiner Barrel einen richtig schönen Burger. Jetzt kommt das Intro und dann starten wir auch gleich mit den Zutaten und dem Video. Yes, da bin ich wieder. Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Vorbereitet habe ich ein bisschen Reisöl, ein bisschen Barbecue-Sauce. Ich habe hier ein bisschen Tomate, Mozzarella, Avocado. Müssen wir mal gucken, ob ich die überhaupt alles verwende. Und 280 Gramm Magess Burger und ein bisschen Eisbergsalat. Buns habe ich auch noch irgendwo rumfliegen, die zeige ich euch gleich. So, als erstes machen wir jetzt mal ein bisschen Öl auf die Platte. Mal gucken, wie schief wieder meine Platte ist. Heute natürlich wieder genauso schief wie gestern auch. Verteilen wir das Ganze mal ein bisschen mehr hier drauf. Also heiß ist sie definitiv, das weiß ich. Super. Dann können wir da schon mal einen von den Burgern drauf tun. Wir hören es zischen. Es ist heiß. Super. Klasse. So, dann habe ich hier schöne Burger-Buns. Das sind Laugen-Buns. Die werde ich jetzt mal hier unten platzieren. Und die werden mal so ein bisschen anknuspern. So, dann habe ich mir jetzt ein bisschen Zwiebel vorbereitet. Die legen wir hier auch noch ein bisschen zu. Die werden wir auch noch so ein bisschen anglasieren. Und dann mache ich ja noch gleich zwei Eier. Aber ich glaube, meine Buns, die müssen hier erstmal noch ein bisschen werden. So, das sieht schon mal gut aus. Sehr geil. Sehr geil. Bin begeistert. Aber die brauchen noch ein bisschen. Alles andere muss hier noch so ein bisschen vor sich hin knuspern und dann geht das gleich weiter. Ich bin ja so ein Kaffeeliebhaber und kann es natürlich nicht lassen. Ich stelle jetzt hier noch so eine Kanne drauf und damit mache ich mir jetzt noch mal eben schnell einen Kaffee. Wenn das jetzt funktioniert, dann mache ich dazu noch mal ein extra Video. Mal gucken, wie das wird. So, jetzt drehen wir noch mal eben schnell die Burger um. Mal gucken, wie die von der Seite aussehen. Ich war zu faul, mir meinen zweiten Spachtel zu holen. Wie dumm. Hätte ich mal tun sollen. So. Heiß ist es. Oh, das schmeckt geil. Jetzt muss da ein bisschen Pfeffer und Salz drauf. Wenn ihr riechen könntet, wie das hier schon riecht, richtig geil. So schön ein bisschen Pfeffer darauf. Ich mag ja Pfeffer gerne. Also wollen wir auch ein bisschen was da drauf haben. Ein bisschen Salz ist natürlich auch immer ganz geil. Schön das meiste daneben geschmissen, aber wenn wir jetzt hier das umdrehen, bekommen wir ja auch was von dem Salz dazu. So, meine Zwiebeln schieben wir schon mal ein bisschen hier zur Seite. Die sehen eigentlich schon fast gar nicht so schlecht aus. Könnten ein bisschen mehr Hitze vertragen eigentlich. Wir tun die mal ein bisschen darüber. Die mehr nach da, das mehr nach da. Richtig gut. Ich liebe es. Geil. Ich bin ja noch so ein ganz bisschen so in der Findungsphase meiner Tonne. Ich habe jetzt also unten, die wird mit Holzkohle befeuert, habe ich jetzt die Holzkohle nur in diesem Bereich liegen. Da hinten ist es zwar auch richtig heiß, weil es eine dicke, schöne Platte, die ich da drauf habe, aber nicht so mega heiß. Das heißt, da wo jetzt meine Kaffeekanne steht, ist es natürlich nicht ganz so heiß. Ich könnte die auch hier aufs Rost stellen, dann gibt es bestimmt ein bisschen mehr Power. Aber hat ja Zeit. Ich muss mal sehen. Ich kann jetzt gleich hier hinten wunderbar montieren, während ich hier noch am Grillen bin. Hier werde ich gleich noch zwei Spiegeleier machen. Das wird mit Sicherheit bestimmt auch noch eine schöne Experience. Und dann können wir auch bald montieren. Hier kann man schön sehen, wenn ich das jetzt hier umdrehe, wie schön so ein bisschen Röstaromen hier entstanden sind an den Buns. Also hier ist schon richtig Leistung hinter an dieser Platte. Das ist schon richtig toll. Hier hinten ist trotzdem richtig schön heiß.
sodass man dass das auch mir überhaupt nicht abkühlen kann. Richtig gut. So, Zwiebeln sehen auch schon ganz geil aus. Jetzt werde ich hier 2 Spiegeleier machen. So, jetzt rächt sich das gleich, wenn ich die Tonne nicht richtig gerade aufgestellt habe, weil dann mir gleich das Ei sonst wohin rutschen wird. Schauen wir mal, wie gut das geht. Ja, geht doch. Ich habe gedacht, das wäre schlimmer. Vielleicht sollte man sich hier so Metallteile anschaffen, wo man die dann einrahmt. Gibt es ja auch. Keine dumme Idee. Beim nächsten Mal. Hier machen wir jetzt das zweite hin. Halten wir hier mal so ein bisschen auf. Sehr schön. Das geht doch richtig gut. Dann machen wir gleich ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz oben drauf. Dann schmeckt das auch gleich richtig gut. In der Mitte gleich geteilt, wenn es durch ist. Und dann können wir damit gleich auch anrichten. Richtig geil. Ich mache jetzt mal eben schnell so ein bisschen Pfeffer oben auf meine Spiegeleier. Genial. Muss mich mal in die Augenblicke in die Sonne setzen. Wegen der Schönheit. Jetzt mache ich mir ein bisschen Barbecue-Sauce hier auf meinen Bun. Genial. Dann kommt da Salat drauf, dass die Barbecue-Sauce verteilt sich davon alleine. Bin wieder ein bisschen großzügig mit dem Salat und schmeiß den gut daneben. Sehr gut. Merkt ja keiner, nur ich. So. Meine Eier sehen klasse aus. Das teilen wir hier mal. Boah. Ich habe jetzt schon einen Orgasmus, wenn ich das hier sehe. Ist ja der Wahnsinn. Oh. Geil. So, dann tun wir uns ein bisschen Cheddar-Käse oben auf die Burger-Patties, sodass der so ein bisschen anläuft gleich. Dann kommt das da oben drauf und dann bauen wir den Rest zusammen. Ich würde sagen, die Montage geht weiter. Den Patty hier schön runter. Ich würde ihn einmal gerne von unten zeigen. Richtig schön angeknuspert. Den tun wir hier schön oben drauf. Den tun wir hier auch oben drauf. Ich weiß gar nicht, ob man das so wirklich gut sehen kann da jetzt. Ich hoffe. Ich komme mal hier ein bisschen weiter rüber. Riesenhoher Bau wird das hier. Dann schön die Zwiebel da oben drauf. Boah. Schon richtig cool. Hier haben wir noch mehr Zwiebel für die andere Seite. Eigentlich soll da jetzt noch Gurke oben drauf. Wie ich die da drauf kriege, ohne dass das mir abstürzt, das weiß ich noch gar nicht. Da kommt jetzt ein bisschen Gurke oben drauf. Hammer. Dann kommt der Burger jetzt hier drauf auf meinen Teller. Wir haben ja schon ein bisschen Salat hingebaut. Wunderbar. Da oben drauf kommt jetzt das Ei. Et voilà, da ist es. Ist es geil? Ich finde diesen Turmbau zu Babel so geil. Wahnsinn. So, dann haben wir noch den Deckel. Der kommt da jetzt als nächstes oben drauf. Dann geht natürlich das Ei kaputt, ganz klar. Den da durch alles, damit es nicht umfällt. Ready. That's it. Das ist mein Burger zum 1. Mai. Ich habe doch tatsächlich was vergessen, meine Lieblingsmayonnaise da drauf zu machen. Also, eigentlich sollte da noch auf dem Bun die Mayonnaise zwischen dem Käse und den Gurken. Habe ich vergessen. Sorry. Beim nächsten Mal machen wir es. Ich hoffe, euch hat mein kleines, schnelles Video hier gefallen.
Die Tonne werdet ihr jetzt noch ein paar Mal sehen. Wie das mit dem Kaffee ausgeht, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Sollte euch das Ganze gefallen, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Channel, wenn es euch Spaß bringt, meine Videos zu gucken. Vergesst die Glocke nicht, damit ihr kein Video verpasst von mir. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Frank von footblockhamburg.de. Ciao, ciao.